jedem, der nicht rechtzeitig flüchten konnte. Eines der ungewöhnlichsten Gespräche, das ich je hatte. Weil ich immer so Grimassen schneide. Hallo, mein Name ist Thomas Brezina. Geschichten erzählen, das ist einfach mein Leben. Und ich will damit berühren, begeistern, bestärken. Und seit 2 Jahren schreibe ich jetzt auch Bücher für Erwachsene. Ja, jetzt habe ich einen Liebesroman veröffentlicht. Das war mir eine große Herzensangelegenheit, im wahrsten Sinne des Wortes. Dieses Buch hätte ich vor einigen Jahren gerne gelesen, als es in meinem Leben nicht ganz so schön war. Aber ich habe damals etwas Wichtiges gelernt. Und darum geht es auch in dieser Geschichte. Und vor mir steht jetzt dieses Glas mit gefalteten Zetteln und ich soll jetzt welche herausnehmen und dann die Fragen beantworten. Das mache ich gerne. Sehr spannend, habe ich noch nie gemacht. Freut mich sehr. Wieder mal ein erstes Mal. Wie war es für dich, das erste Mal einen Liebesbrief an einen Unbekannten zu schreiben? Nun gut. Die Situation war die, ich hatte eine sehr traurige Trennung hinter mir. 19 Jahre war ich mit einem Partner zusammen. Wir haben gelebt, wir haben gearbeitet. Es war eine sehr enge Verbindung und die Einsamkeit danach war wirklich schlimm. Und ich war in Griechenland auf Urlaub bei Freunden und habe mich dort wirklich unendlich allein gefühlt. Und da ist mir diese Idee gekommen. Ich schreibe einen Brief an einen Menschen, den ich nicht kenne, aber den ich gerne in meinem Leben hätte. So, als wäre er schon da. Also, es war etwas seltsam, das Gefühl zuerst, aber gleichzeitig kann ich es wirklich jedem empfehlen, weil es beruhigt sehr und es gibt Kraft. Wie bist du mit deinem ersten Liebeskummer umgegangen? Ganz einfach, ich habe allen Menschen davon erzählt, denn um etwas zu verarbeiten, muss ich darüber reden. Ich bin einfach so und ich habe jedem, der nicht rechtzeitig flüchten konnte, darüber berichtet und alle haben mir tröstende Worte zugesprochen und es hat mich auch beruhigt. Ja, so gehe ich einfach um. Spannend, eines der ungewöhnlichsten Gespräche, das ich je hatte, mit mir selbst und mit euch und all diesen Fragen. Was waren die ersten Gedanken, die du zum jetzigen Roman hattest? Die ersten Gedanken waren, dass diese Briefe an einen Unbekannten, die ich geschrieben habe, zum überwiegenden Teil tatsächlich Wirklichkeit geworden sind. Ich bin seit 3,5 Jahren sehr glücklich verheiratet mit meinem Mann Ivo und wenn ich mir unser Leben anschaue und das Lebensgefühl vergleiche, das ich in den Briefen geschrieben habe, dann gibt es da große Übereinstimmungen. Wenn du ein neues Buch schreibst, mit welchem Teil beginnst du als erstes, dem Anfang oder dem Ende? Ich fange schon mit dem Anfang an, immer. Das ist ganz wichtig und jetzt muss ich Folgendes sagen. Es gibt 2 der schwierigsten Sachen beim Schreiben eines Buches. Der erste Satz und das erste Kapitel. Über den ersten Satz denke ich oft unglaublich lange nach, denn dieser erste Satz muss ja alle Leserinnen und Leser fesseln. Und das ist auch mein großer Wunsch. Also das ist das Schwierigste. Ich fange immer am Anfang an. Bei diesem Buch ist mir etwas passiert, das ist mir noch nie passiert. In der Mitte wusste ich plötzlich haargenau, wie das letzte Kapitel lautet. Mitten in der Nacht. Ich bin gerade durch London spaziert, ich glaube es war 22:30 in der Nacht. Normalerweise schreibe ich um die Zeit nicht, weil ich müde bin. Ich bin nach Hause gerast, habe mich hingesetzt und habe in 2,5 Stunden das letzte Kapitel geschrieben, an dem ich relativ wenig danach geändert habe. Wann warst du das erste Mal verliebt? Wie alt wäre ich gewesen sein? 6 Jahre, 7 Jahre. Und es war nicht in meine Volksschullehrerin, es war in jemanden, der immer auf mich aufgepasst hat, wenn wir auf Urlaub manchmal waren und meine Eltern am Abend weggehen wollten. Ja, ich glaube, da war ich das erste Mal verliebt. Was ist das Erste, was dir an einem Menschen auffällt? Das kann ich ganz klar sagen, die Augen und das Lächeln. Menschen, die lächeln können, aus meiner Sicht, mit denen tue ich mir einfacher und darauf schaue ich wirklich. Meine Freundin Liesel, die 101 Jahre alt ist, schwere Schicksalsschläge im Leben hatte, deren Lebensmotto lautet, lächeln, auch wenn dir nicht danach zumute ist. Und ich versuche mich daran zu halten und es hilft. Wie war es das erste Mal, einen Liebesroman zu schreiben? Wunderbar, wirklich. Für mich eine Herausforderung. Also als Schriftsteller habe ich mir diese Herausforderung gestellt. Es hat mir Freude gemacht, weil ich es nicht erwarten konnte, diese Geschichte aus dem Kopf zu kriegen. Ich rede mit, wenn ich schreibe. Das heißt, die Dialoge und so, wenn ich irgendwo in einem Café manchmal sitze, das tue ich ab und zu, das hilft, aber das geht nicht, weil dann lachen die Leute rund um mich, weil ich immer so Grimassen schneide und mitrede. Und wenn es berührend wird, fange ich auch an zu weinen. Ja, ich lache auch, wenn es lustig wird. Also ich lebe da sehr mit
und es war für mich schön. Ja, das Glas ist leer. Alles geschafft. Ich hoffe, ich habe alle Fragen beantwortet. Herzlichen Dank, das waren nämlich richtig gute Fragen. Da bin ich immer dankbar, weil dann kann ich auch was erzählen dazu. Ich wünsche euch allen eine wunderbare Zeit, viel Freude mit Liebesbrief an Unbekannt. Falls ihr es lest, lasst mich wissen, wie es euch gefallen hat. Das freut mich auch immer. Und ich kann euch nur etwas sagen, es gibt im Leben wirklich mehr Dinge, als wir uns oft träumen lassen. Und sie sind schöner, als wir denken. Manchmal muss man sie kommen lassen und hinschauen muss man auch ein bisschen. Alles, alles Gute.